Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 28. April. Montag gab es eine kleine Pause, heute aber wieder zugegen, um mit Ihnen hier gemeinsam den FX-Markt mal näher zu beleuchten. Und was auffällt, ist das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, auch Cable genannt, das sich hier relativ stark zeigt seit einigen Wochen, um genau zu sein, auch seit 3 Wochen. Die laufende Handelswoche ist hierbei auch wieder zu erwähnen, noch recht frisch, aber der Druck nach oben ist zu spüren. Doch schauen wir hier erstmal rechts unten auf den Wochenchart, auf das Wochenchartintervall. Und da sehen wir, wenn wir das Bild größer machen, dass wir hier nach dem Absturz im April auf ein neues Mehrjahrestief hier deutlich Schlagseite gen Süden hatten und die Tendenzen sichtlich schwach waren, auch aufgrund hier der ersten Kerze vom Handelsmonat April. Die Bären also hier sichtlich nach unten geneigt letztlich. Und ja, das starke Reversal hier von Mitte April half dann, den Markt hier komplett umzudrehen. Wir hatten hier dann zum einen auch diese stark umkämpfte Unterstützungs-Widerstandszone im Bereich 1,4850, dann wieder zurückerobert. Die Vorwoche dann auch hier Glück gesegnet mit steigenden Preisen. Und jetzt sehen wir eben hier sehr schön, wie der Preis sich weiter emporarbeitet. Und wir haben hier auf Wochenchartbasis eigentlich den nächsten Widerstand erst bei 1,5385 rund. Das ist hier diese rote Widerstandszone, die sich hier aus den Vorjahren auch ergibt, erschließt. Sehen wir hier insbesondere im Jahr 2011, 2012 einen ganz wichtigen Faktor und gerade auf Wochenbasis durchaus ein Level, was man hier beim Cable im Auge halten sollte. Wir sehen jetzt aber, wie gesagt, die laufende Handelswoche schon wieder sehr positiv, im Sinne dessen, dass die Tages- bzw. Wochentiefs, die ja gestern markiert wurden, hier schon wieder hochgekauft wurden und wir hier unmittelbar, und das sehen wir uns jetzt mal hier im Tagesschart an, am gestrigen Tageshoch notierten bislang. Wir sehen hier den Tageschart, ein bisschen reingezoomt, nochmal alles ein Stück weit genauer dargestellt. Und jetzt werden wir auch hier nochmal die Trendlinie kopieren, um sozusagen auch den Aufwärtsdrive seit dem jüngsten Mehrjahrestief nochmal zu unterstreichen. Da sehen wir sehr schön, wie der Markt hier sukzessive nach oben gelaufen ist. Und jetzt eben auch hier ein wichtiges Level am gestrigen Handelstag überwinden konnte, nämlich das Niveau von 1,52. Heute, wie gesagt, Range bislang 42 Pips. Da müsste noch ein Stück weit kommen. Wir kommen aktuell von den Tageshochs wieder zurück. Aber das Level hier von 1,5385, hier diese rote Zone auch, ist hier durchaus ein erstrebenswertes Ziel für die kommenden Tage, wenn nicht sogar auch schon für heute. Wir müssen das mal im Auge behalten, was da noch kommt. Letztlich die Daily Range, wie gesagt, wir sind 42 Pips bislang gelaufen. Da verspricht sich noch ein Stück weit Potenzial, das Paar selber im Bereich 115, 125 Pips unterwegs. Das heißt, wir haben hier noch deutliches Potenzial zu erwarten. Also hier kommt gewiss noch etwas nach oben. Und das gilt es eben hier einzufangen. Auf Tagesbasis Aufwärtstrend wunderbar intakt. Wenn wir uns jetzt hier oberhalb des EMA 100, das ist hier diese blaue Linie, die läuft bei 1,5145 derzeit. Wenn wir uns über diese halten können, dann ist die Welt in Ordnung sozusagen auf Tagesbasis. Dann haben wir hier auch diesen Aufwärtstrend seit eben hier von Mitte April verteidigt, beziehungsweise verteidigen diesen. Und auch hier dieser Ausbruch, und das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an, über diese langfristige Abwärtstrendlinie, diese rührt nämlich hierher seit den Hochpunkten oberhalb von 1,70. Das schauen wir uns mal an, hier aus dem vorherigen Handelsjahr. Sehr schön zu sehen, dass wir hier dieses Level oberhalb von 1,70, hier diese Abwärtstrendlinie mit dem Wochenauftakt überwunden haben. Das ist eine sehr, sehr positive Situation. Und da muss man jetzt mal aufpassen, ob es genügt, ob wir das jetzt über die Tage, auch insbesondere über die Woche jetzt hinaus halten können. 10:30 Uhr heute wieder News aus Great Britain. Es gibt das Bruttoinlandsprodukt zum ersten Quartal. Das wird spannend werden. Das könnte auch hier natürlich für, ja, neuen Schwung sorgen in die eine oder andere Richtung. Rein technisch haben wir, wie gesagt, hier locker Potenzial von bis zu 100, 150 Pips zum Widerstandslevel 1,5385 plus minus 20 Pips natürlich dann von diesem Level ausgehend. Aber die Chancen sind auf jeden Fall gegeben. Aber wir kommen 10:30 Uhr. Ich führe mal kurz das Bild rein. Da haben wir es. Hier haben wir einige Daten. 10:30 Uhr, die dürften definitiv das britische Pfund antreiben und insbesondere hier das Bruttoinlandsprodukt zum ersten Quartal sicherlich von hohem Interesse. Gehen wir jetzt in den Stundenchart, um uns das Bild mal genau anzuschauen. Ich sagte gerade eben, wir haben an dem gestrigen Tageshoch gerade Halt gemacht. Sehen wir hier, gestern oder beziehungsweise die letzten
Tage immer wieder sehr, sehr schöne Verläufe, sehr, sehr schöne Strukturen, immer wieder neue Hochs ausgebildet, nicht signifikant unter den letzten Bewegungstiefs zurückgefallen und auch hier mit den Hochs des Tages seitwärts konsolidiert über die Asia-Session und jetzt sind wir hier letztlich sehr, sehr stabil über dem Daily Pivot Point. Sieht alles gut aus, auch hier Unterstützungslevel knapp drunter unterm Daily Pivot Point. Und wenn wir hier keine negativen Überraschungen größerer Natur 10:30 Uhr erhalten, dann sieht das eigentlich gut aus, dass das britische Pfund nach oben aufdrehen könnte, aufdrehen müsste, um dann hier die Resistant Levels abzuarbeiten. Da sehen wir Resistant Level 2,1,5355 liegt dann auch im Nahbereich des Widerstands 1,5385. Das ist eine Chance, dass das Paar dorthin läuft, keine Frage. Wenn wir eben hier aufgrund der News, die dann alsbald kommen, das Level hier eben verteidigen können. Der Pivot Point 1,5197 sollte heute nicht signifikant unterschritten werden. Kommt es dazu, dann könnte das Setup auch kippen und dann sehen wir unter Umständen nochmal einen Test dieser Aufwärtstrendlinie. Das wäre dann auch Support Level 1,5134. Und zugegebenermaßen wäre das dann auch wieder ein interessantes Niveau, um hier gegebenenfalls wieder auf einen Anstieg zu spekulieren. Ja, also wenn wir Rücksetzer sehen bis 1,5134, hätten wir hier die Trendlinie Support Level 1 und haben auch hier die gestrigen Tagestiefs noch ein Stück weit entfernt, nämlich bei 1,5103. Und solange wir da drüber bleiben, ist hier eigentlich die Lage noch nicht dramatisch, beziehungsweise sind hier die Chancen durchaus gegeben, dass der Preis alsbald wieder nach oben anziehen kann. Wir sehen jetzt hier aktuell eine Doji-Kerze in der im Stundenintervall, also hier ein Stück weit Unsicherheit, aber das könnte sich auch, ja, bis 10:30 Uhr so fortsetzen. Letztlich mal abwarten, was dann für 10, ab 10:30 Uhr für Impulse in den Markt kommen. Gegebenenfalls nehmen wir das per JFD Live Trading TV in den Fokus, um hier auch direkt mal das Cable zu beobachten, was es denn dann im Anschluss macht. Präferiert, wie gesagt, eigentlich der Ausbruch nach oben. Das zeigt auch heute hier die heutige FTSE-Vektorlogik, die ich Ihnen gleich mal in den Chart führe. Wir sehen hier das britische Pfund im Stundenchart-Intervall. Und hier die Tendenzen dessen, dass wir heute sicherlich gute Chancen haben, nach oben aufzudrehen, die Marke von 1,53 zu überwinden. Das heißt, statistisch haben wir hier im Intraday Intervall schon mal gute Karten. Und wenn wir uns den Wochentag anschauen, da kommt das Ganze confirm. Da haben wir zwar keine sehr, sehr bullische Ausgangsbasis, 51% ist durchwachsen neutral, aber immerhin kein negativer Wert und insbesondere Mittwoch schauen Sie her, da wird es spannend. Da haben wir sogar 58% positive Schlusspreise. Also, wenn das heute klappt, könnte es morgen nochmal einen zusätzlichen Schub nach oben geben, der dann hier auch rein statistisch das Ganze noch ein Stück weit untermauert. Morgen aber auch Fed Day, also die amerikanische Notenbank, werden wir uns dann auch nochmal am morgigen Tag nochmal zu Gemüte führen. Dann wahrscheinlich Euro-US-Dollar auch hier im JFD-Devisenradar, um mal im Vorfeld der Fed mal zu sehen, was denn hier eigentlich für Chancen bestehen. British Pfund, wie gesagt, jetzt hier am gestrigen Tageshoch ein Stück weit abgeprallt. Kein Grund zur Sorge. Es sollte jetzt, wie gesagt, nicht signifikant unter dem Pivot Point gehen. Dann stehen die Chancen gut, dass da noch was nach oben kommt. Warten wir es ab. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Resttag. Später gibt es noch JFD Live Trading TV. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.